Die futuristische Rennarena Yas Marina. Bekannt geworden ist die wohl modernste Rennstrecke der Welt durch das Nachtrennen der Formel 1, die hier seit 2009 unter Flutlicht fährt. Hier soll Matthias gegen seinen unbekannten Kontrahenten antreten. Doch die schnellen, teilweise auch engen Kurven verlangen nach einer neuen Waffe. Ja, und genau dafür habe ich mir jetzt ein anderes Auto besorgt. Auch ein BMW, ein M5, ebenfalls getuned von PP Performance. Und der kann definitiv besser Kurven fahren als der X6. Der neue BMW M5 ist erst seit wenigen Monaten auf dem Markt. Unser Exemplar ist der erste getunte M5 der neuen Generation und das weltweit. Die Daten. 640 PS, 780 Newtonmeter, Sprint von 0 auf 100 in 3,9 Sekunden, Topspeed elektronisch auf 310 km/h begrenzt. Matthias soll laut der ominösen Einladung des Arabers zu einer bestimmten Box kommen. Dort soll dann das Treffen stattfinden. So, jetzt sind wir in Box 19. Hier stehen auch jede Menge Gegner rum. Alpina M6, BMW M5 und ein nagelneuer M6 Cabrio. Aber es gibt keinen Fahrer. Wo ist denn der? Der ist im Anmarsch und hat irgendwie etwas ganz anderes dabei. Etwas, mit dem Matthias überhaupt nicht gerechnet hat. Etwas Italienisches. Was ist das denn? Ja, alles klar. 458 Italia. Schönen guten Tag. Sie sehen aber nicht aus wie ein Araber. Bin ich ja nicht. Hallo, ich bin der Mike. Hallo, Matthias. Hallo. Ich bin eigentlich mit dem Araber verabredet für das Rennen. Weiß ich, habe ich gehört. Ja, und wieso jetzt kein Araber? Ja, gestern Abend war irgendwie Drag Race. Ja. Ja, da scheinst du irgendwie einen relativ starken Eindruck hinterlassen zu haben. Ja. Ja, die sind alle abgezogen worden irgendwie. Und jetzt haben sie Muffensausen, oder was? Jetzt haben sie Muffensausen und jetzt haben sie mich angerufen und haben gesagt, fahr du doch mal. Und warum du? Bist du Rennfahrer irgendwie, oder was? Ich bin Instruktor. Fahrer Sicherheitstraining. Scheiße. Ein Instruktor mit dem 458 Italia? Gegen meinen M5, das wird schwer. Ja. Aber egal, wir sind jetzt schon mal hier. Hauptsache, du bist formatfüllend in meinem Rückspiel. Ja, genau. Wollen wir sagen, wir fahren los? Gerne. Okay, also. Viel Spaß. Pass auf, ne? In Abu Dhabi liebt man deutsche Wertarbeit. Deswegen hätte Matthias eher auf einen BMW, Mercedes oder Porsche als Gegner getippt. Doch die Aussicht auf ein Duell mit dem Ferrari bereitet ihm Magenschmerzen. Dieser Ferrari 458 Italia ist eigentlich dermaßen aggro. Da muss eigentlich schon irgendwas passieren, damit ich da vorne bin. Ein bisschen tiefstapeln ist gut, ne? Der 458 Italia. Ein kompromisslos auf Schnellfahren gezüchteter Supersportler. Kampfgewicht nur 1,4 Tonnen. 570 PS aus einem nicht aufgeladenen 4,5 Liter V8. Topspeed 325 km/h. Heckantrieb. Mega bissige Bremsen. Bella Macchina nennt der Italiener so ein schönes Maschinchen. Sein Preis? 200.000 Euro. Hat Matthias diesmal vielleicht den schwarzen Peter gezogen? Der M5 ist 600 Kilo schwerer, kann dafür aber mit 70 PS mehr auftrumpfen. Beide Kontrahenten müssen zwei Runden im direkten Duell fahren. Doch Mike kommt nicht gut weg. So, das war der Start. Und der Ferrari ist hinter mir. Das finde ich aber gut jetzt. Mike kann mit dem leichteren Ferrari etwas später bremsen, kommt auf der kurzen Geraden aber nicht dran. Das heißt, nur noch den Vorsprung irgendwie halten. Vom ersten Meter an letzte Rille. Na, der lässt ja richtig gehen, der Junge. Oh, jetzt kommen wir. Die Strecke ist glühend heiß. Asphalttemperatur 65 Grad. Ei, Matthias. Ein Albtraum für Reifen und Motor. Und der Ferrari kommt einfach nicht näher. Glaube ich aber nicht, dass der hinter mir bleibt. Was ist denn da los? In der Bruthitze kämpft der Saugmotor des Ferrari mit Leistungsverlust. Noch kann sich Matthias mit der Reiselimo vorn halten. Doch jetzt kommen die ganz engen Kurven. Ei, das war ein zu großer Drift.
dem Weg zur letzten Kurve vor der Startzielgeraden arbeitet sich Mike Meter für Meter an den M5 heran. Wieder etwas zu sehr gedriftet und der Ferrari ist dran. Komm, lass mich vorbei. Lass mich vorbei, komm. Das glaube ich nicht. Verpiss dich. Nein, das glaube ich nicht. Na, tschüss. Hey, das gibt's nicht. Doch dann macht Mike einen kleinen Fehler und Matthias hängt plötzlich wieder ganz nah hinter ihm. Überraschenderweise kann der BMW in diesem ungleichen Duell auf Augenhöhe mithalten. Aber Matthias muss es jetzt mit der Brechstange versuchen. So, wie komme ich jetzt vorbei? Wie komme ich jetzt vorbei? Hallo, 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 jetzt muss ich irgendwie vorbei wieder. Doch vor der Durchfahrt unter der Brücke ein ungewollter Drift. Matthias, nicht immer. Driften ist nicht das Schnellste. Letzte Chance. Noch 800 Meter und zwei Kurven bis zum Ziel. Beide fahren jetzt am absoluten Limit. Doch diesmal kommt der Ferrari mit perfektem Schwung auf die lange Gerade. In der letzten Kurve, der Drift war einfach zu groß, das gibt es doch nicht! Das gibt es nicht! Unfassbar! Alter Schwede, war das knapp! Mike hat die Ehre der Araber mit dem Ferrari zwar wiederhergestellt, doch selten war Matthias nach einem verlorenen Rennen so gut gelaunt. Alter Schwede, war das knappes Rennen. War knapp, ne? Das gibt's ja gar nicht. Ja. Hast du überhaupt Vollgas gegeben? Nee, nicht immer. Ja, ja, nicht immer, genau. Unfassbar. Aber cool. Ey, der wiegt 2 Tonnen, du 1360 oder sowas, 1400. Ja, ich bin leider beim Start nicht so richtig weggekommen. Ja, ich schon. Ja, hab ich gesehen. Hab ich gesehen und da musste ich ein bisschen aufholen. Ja. Da habe ich mal zweimal richtig Gas gegeben, aber dann konnte ich schön gemütlich hinterher. Nein, Quatsch. Ja, ja. Dann musste ich schon auch, ich musste auch schon richtig reinlangen. War ein richtig cool. Geiles Rennen, vor allen Dingen, wie du hier auf der Stadt Ziel an mir vorbei, ne? Du wirst wirklich im Schneckentempo so. Ja, vor allen Dingen war schön, als ich machen, so machen konnte. Tschüss. Das war gut. Also, das hat mir sehr gut gefallen. Mike, war ein schönes Rennen. Das war zäh, sehr zäh, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die 600 Kilo Unterschied und die PS Unterschiede wären deutlicher zu spüren auf der Strecke, waren aber leider nicht. Der BMW hat da sehr, sehr gut gegengehalten. Und immer dann, wenn der BMW mit Schwung aus der Ecke rausgekommen ist, dann hatte der Ferrari auch richtig Probleme, dran zu bleiben. Das ist so krass, finde ich, weil wenn du mit so einem Supersportwagen wie dem 458 Italia nur so langsam an einem BMW M5, auch wenn er getuned ist, vorbeikommst. Also ich habe gedacht, der muss an mir vorbeischießen. Und das fand ich schon richtig geil. Mit so einer 5-Personen-Reiselimousine, mit so einem 2-sitzigen Supersportwagen. Ich finde, da kann sich der M5 richtig gut sehen lassen. Die Hitze hat ihren Tribut gefordert, aber nur vom Ferrari. Der hat jetzt einen Boxenstopp dringend nötig, während der BMW nicht mal muckt. Die italienische Diva leidet unter Inkontinenz. Aus dem Ferrari sprotzelt überkochendes Kühlwasser. Ja, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, Abu Dhabi ist vorbei. Wir reisen ab und der Abtransport funktioniert natürlich hier standesgemäß. Im Rolls-Royce. Dieses Teil hier ist ein Einzelstück, Rolls-Royce Phantom Rayan Edition. Es gibt wirklich nur einen davon, einen auf der ganzen Welt. Und mit dem fahre ich jetzt mal zum Flughafen, ne? Tschüssikowski Hardcore. Eins ist klar, Abu Dhabi, das Land der PS-Fanatiker, hat Matthias nicht zum letzten Mal gesehen. Dafür hat es viel zu viel Spaß gemacht.